So, nicht vergessen, liebe Streamer, dranbleiben, liebe Twitcher. Für euch geht es natürlich nahtlos weiter. Und ich sage an der Stelle auch Hallo zum Olli. Hallihallo. Man sieht hier sehr, sehr, sehr nach einer Menge Materialhaufen an, die hier sich versammelt haben, rechts und links von der Straße. Aber sie ist immerhin fertig. Ah, da ist noch eine Stelle, da müssen wir noch so ein bisschen nachschaufeln. So. Da muss noch der Stein weg hier. So. Ja, also, wir müssen noch mal Eisen besorgen. Es war immer noch nicht genug. Wir haben noch immer nicht genug für uns, hoch genug zu leveln für den nächsten Bosskampf. Es reicht beinahe, aber, also quasi Kleidung ist schon mal komplett hochgelevelt. Aber die, ja, das Schwert noch nicht. Das ist noch nicht hochgelevelt. Das ist erst bei Alea auf Platz Level 2, bei mir auf Level 3. Da ist also noch einiges zu tun. Deswegen müssen wir nochmal Eisen holen. Die beiden haben schon das Schiff in der letzten Folge zum Zielhafen gefahren. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg zurück zur Base, um zu folgen sozusagen. Ja, mein Invi ist voll mit Material. Jetzt habe ich ja endlich mal auf die richtigen Tasten. Das ist auch mit dem Ausrüstung wechseln mal was schneller. Was ist was das da, Lea? Siehst du, wenn du zum Schreiner gehst? Okay. Unsere Schweine neue Namen gekriegt. Na, das, damit komme ich irgendwie nicht hinterher. Echt? Sind das schon so viele? Komm mal gucken. Ich bin ja auf dem Weg, ich bin ja auf dem Weg. Boah, ich muss ja erstmal Namen ausdenken. Habt ihr eigentlich sämtliches Material auf dem Weg liegen lassen, auf dem Weg zurück? Ja, zum Heizen brauchen wir Holz, ne? Für die Schmelze. Ach du Scheiße. Soll ich mir denn so viele Namen aufstellen? Keine Ahnung. So, eins wird jetzt Carina genannt. Wie, du nennst ein Schwein Carina? Du hast auch als Dirky und Keksi und so genannt. Ja gut, das sind ja auch ehrenvolle Namen. Das hast du gesagt. Das ist Fest 2. Die Straße war schmal. Müssen wir noch weitermachen. So. Sieht schon besser aus. Alle, die sich wundern, dass das hier nicht so straight geht, das ist einfach, hier darf man nicht bauen in dem Bereich von dem Altar. Deswegen muss ich da ein bisschen drumherum bauen. Ja, der Berg hier ist auch noch was steil, aber
glaube, das haut so gerade dann noch hin mit dem vollen Karren hier. Guck mal, Papa. Das letzte Wildschwein hast du die Ehre zu benennen. Ja, ich habe keine Ideen für sowas. Denkst du ich? Ich hab gerade irgendwie hier. Nenn's doch Alea. Nein. Aleaschen. Nenn's Olli. Und wo ist der Herbert? Ja, genau, hast du schon Herbert? Da hat er nicht Unrecht. Stimmt, Herbert. Oh, ich bin fast an der Base. So, jetzt haben wir auch Herbert. Ah, die Einfahrt ist schon versteinigt. Aha. Kamst du eigentlich durch die zwei Bäume mit dem Karren durch oder ist das was zu eng hier vorn? Wenn ich nicht durchgekommen wäre, hätte ich sie gefällt. Okay. Ja, das ist wohl wahr. Sehr schön. Ich steg mal mein ganzes Holz weg. Ja? Felix hat sein Portemonnaie verloren. Und ich frage jetzt einfach, ob du was gefunden hast. Wieso sollte ich was gefunden haben? Nee, ich habe gar nicht danach gesucht. Das wird auch nicht hier sein. Warum sollte es gerade hier verlieren? So, da. Karl Otto kommt von Olli der Vorschlag. Jetzt sind alle benannt. Aber schreib's dir auf, Papa, und ich benenne das nächste danach. Alles klar, ich behalte es im Kopf, Hinterkopf. Na, schreib's auf. Karl Otto kann ich mir auch so merken. Mit dieser Weil Unterstellung. Wir haben noch 1, 2, 3, 4. Ich glaube 4 Ferkel. Hier mal gespannt. Was frieren ja? Ich glaube, wir brauchen bald ein größeres Gehege. Okay. Klingt ja spannend. Das ist ja fast wie im Streichel. So, ich komm. Ich bin gespannt. Oh ja, das sieht schön aus hier. Hast Guck du dir mal die Namen an. Guck mal, ob du den Witz noch verstehst. Melia, Elsa, muss noch mehr Obst hin tun. Dirki, Anna und Elsa, klar. Keksi haben wir hier. Maxi. Feire? Wieso Feire? Keine Ahnung. Hey. Wahrscheinlich aus irgendeinem Buch, was mir... Ah. Ich glaube, du musst dir noch was essen hinlegen. Das sieht ein bisschen mager aus. Ich weiß, ich mache hier gerade auch noch. Annette, kannst du mir was zu trinken geben? Ich weiß gerade nicht, wo es hin ist. War eigentlich stand hier eins. Ja, wahrscheinlich von Carina oder so. Naja, ich denke auch, Carina wieder mitgenommen. Und vorbeigehen. Ja, sehr lustig. Du hast Hildegard noch nicht gefunden. Nee, Hildegard habe ich nicht gefunden.
So, und jetzt denk mal nach, ob du den Witz noch verstehst. Nein, ich verstehe ihn nicht. Anna, Elsa, Hildegard. Ach so, das sind alles hier, Sascha. Was für einen Witz haben mich und Dirk denn gemacht? Nein, of the Dead. Nee, weiß ich nicht mehr. Sorry. Dann haben wir dich damit zu sehr genervt. Nee, ich hab's einfach vergessen. Ganz simpel und einfach vergessen, Schatz. Wie ich schon mal gesagt habe, Witze haben bei mir nicht so unbedingt. Ich mach's sie gerne, aber es ist nicht so, als ob ich es mir jetzt merken wolle. So, oh, ich habe noch zu viel Harz an Bord. Ich bringe noch den Harz weg, dann repariere ich alles, dann können wir los. Hat man nicht eine Harzkiste? Ja. Meine Süßigkeiten. Wie, du hast Süßigkeiten? Ja, von Oma. Achso. Was soll ich meine? Nein. So, also ich bin zum Tor. Ich habe hier gar keinen Platz mehr. Ich glaube, wir müssen das mal vergrößern. Ja, ich glaube, mehr Platz brauchen wir auch nicht. Ne? Also, wir können ja auch mal anfangen, paar Schweine zu schlachten. Ich werde den Dirk einfach mal fragen, ob er auch mal eine Runde mitspielt. Also ich wette. Nein! Ich wette, er wird freiwillig sich da opfern und ein paar Schweine schlachten. Klingt doch wie ein guter Vorschlag, oder? Nein. Lucky, du kannst hier nicht rufen. Sie siehst doch, dass es kann. Nein, jetzt ist es auf meinem Schoß. Come on. Ja, hallo? Neben mir liegen Süßigkeiten. So, ich habe noch ein paar Sachen durchs Portal mitgebracht. Die da in den Kisten lagen. Boah, ich habe echt keine Platz mehr für Karotten. Deswegen sag ich ja, lass es doch mal gut sein. Schon nicht mehr. Ich habe 122 Karotten da. Hä? Ist das ein anderes Leder? Ah, das ist ein Blockspelz. Oh. Ja, wir haben eben so ein Vieh erlegt, weil es ein bisschen zu nah gekommen ist. Was hier heißt ja armer Hund, der fühlt sich eigentlich ganz wohl. Ja. Er kennt es ja auch nicht besser. Zurückgebounced. Warum auch immer. Steht einer vom Ausgang des Tors? Nein. Doch, Alea stand davor. Hund wurde schon abgeholt. Ah, vernünftig.
Hat man hier mal Verständnis, ne? Die wussten gar nicht, dass der hier sitzt. Und wunderten sich schon, ne? Wo ist der Hund? Ah, wo ist der Hund? Okay. Um es einfach mal so zu fragen, sonst habt ihr keine Hobbys. So, ich geh mal los, ne? Dann müssen wir jetzt nach Bodenschätzen suchen, weil ich glaube, Dungeons hatten wir ja alle durch, oder? Weiß ich nicht. Nein, wir hatten einen letztes Mal gemacht. Einen riesigen. Ja. Mhm, einen wirklich riesigen. Den Nerv. Können doch einfach mal alle abgeben. Können aber immer noch. Wir sehen ja, ob sie aufgeschlossen sind. Richtig. Schleimi. Da fällt mir noch was ein. Gegengift. Hier aber grob grüßt. Dann kommt noch ein Skelett. Ah, Schlumpfjäger. Ein Totem. Oh oh, Baum? Oder was war das? Skelett. Nee, es hat sich gerade so nach einem Baum angehört. Ich sehe keinen. Ist ja auch kein. Da ist ein Banschen. Aber ich glaube, meine, das hier hatten wir. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man auf der Karte nicht sehen kann. Ja, das hatten wir. So, da hinten man hat, was ist man nicht noch hat. Eins. Ich glaube, da waren wir nicht drin. Nee, das ist noch zu. Hier, das ist noch zu. Okay, ich komm. Stimmt wohl. Warum lässt man eigentlich immer meine Türe auf? Das ist bei mir nicht anders. Warum soll es dir denn besser gehen? Türe. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann aber auch sagen, jetzt ist der Marsch. Die warte.
Eisen gefunden. Da war noch was. Hat man jetzt noch nicht. Voll verwirrend. Hier waren wir noch nicht, ne? Da kam die ganze Runde. Über hier weiter. Ja. Okay, ich trage zu viel. Dito. Also 15 Eisen sind da noch drin, die kann ich nicht tragen. Okay, die nehme ich. Ich kann auch noch. Wenn ihr beide tragt. Ich hab keine 200 Nix, da haben wir nix, dann sind wir durch hier, der Pflege, ne?
da geht's noch weiter. Hier ist noch was, ja. Hier ist wieder der Ausgang. Ah, jetzt wieder auf 15 Eisen. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann tragen, wie gesagt. Also hier ist ich noch was drin, wenn du das mitnehmen willst, kannst du das nehmen. Ich habe 32 Eisen in der Tasche. Oh, ich bin zu schwer. Ich habe 8 Eisen. Ja, dann tu wieder was weg. Ja, mach ich. Jetzt ist es wieder okay. Wenn du R drückst, biegt er auch den Schuss ab, ne? Mhm. Das Eis, was hier liegt, kann ich nie aufnehmen. Da sind noch Eisenpfeile in der Kiste. Hab so. Das ist ja hier so ein riesen Dungeon, hä? Das geht ja noch weiter hier. Also das Eisen kann ich nicht aufnehmen. Ne?
Ja. Ja, hier geht's auch weiter. Nee, aber da hinten liegt das ganze Eisen noch. Ich kann auch nicht. Boah, ja, dann so raus. Wollte gerade sagen. Dann besser das Eisen, was hier rumliegt, einsammeln und dann irgendwie die Kiste noch legen. Ja. Nicht, dass das irgendwie weg ist oder so. Ja, absolut. Hab ich. Dann gehe ich hier gleich weiter. Na, erst einmal Inventar leer machen und fertig. Genau, einmal zum Schiff und zurück geht es. Ah, da ist alles. Alle leer? Ja, ich guck grad, wie viel ich noch mitnehmen kann. So. Versuche also viel wie möglich mitzunehmen. Ich hab einen Baum gefunden. War super von dir. Oh, ist hier das Schiff. Wir hatten den Schiff jetzt vorgeschoben. Ich nicht. Ich auch nicht. Da ist so eine... ein komischer Egel. Naja, der schwimmt aus dem Wasser. Okay, kannst stoppen. Ja, der stoppt schon. So, sollen wir dann wieder zurück?
Der ist ja noch nicht leer, das Dungeon. Eben. Ja, und das seht ihr natürlich in der nächsten Folge von Valheim. Bis dann, tschüss.